Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen alten Let's Play von mir, und zwar spiele ich nochmal von vorne Shaun 2 Seatank Chronicles. Es hat sich viel seit der alten Version getan und deswegen würde ich auch ganz gerne das Spiel nochmal von vorne spielen. Also lasst euch mal von alten Eindrücken nicht das Spiel verderben. Oder was heißt verderben? Naja, wir starten einfach mal mit einer neuen Chronik und gucken, was passiert. Intro anschauen, Überschwung springen. Wollen es uns anschauen. Unglaublich. Ich habe mir Killeth Gyorsas Arbeitszimmer nicht so umfangreich vorgestellt. Ich verstehe nur nicht ganz, warum Mutter mir nicht erlaubt, hierher zu kommen. Sie hat doch schließlich selbst dafür gesorgt, dass Gashmalkar wieder nutzbar und zugänglich ist. Vielleicht ist sie einfach besorgt? Eigentlich kann man es ihr ja auch gar nicht verübeln, bei dem, was man so über Killeth Gyorsar erzählt. Egal, Silis Katsura, du bist ja nicht umsonst hier. Viele Bücher mit Wissen warten auf dich. Was haben wir denn hier so? Es muss hier doch etwas Spannendes geben. Huh, was ist denn das? Die Chroniken von Seatank. Die Chroniken von Seatank. Es scheint ein Buch über den Götterkrieg zu sein. Das lernt man ja überall. Die Arkanen gegen die Finsteren. Klingt ja nicht sehr spannend. Mal schauen, ob die Schlachten und Verluste zumindest ansprechend aufgearbeitet sind. Huh, Helden? Wie können derart wichtige Personen in Vergessenheit geraten? Es scheint, als wäre dieses Buch doch nicht so langweilig. Die Erlebnisse dieser Helden fanden vor über 800 Jahren zur Zeit des Götterkrieges statt, also zu einer Zeit, in der die Menschen noch entzweit waren. Auf der einen Seite gab es die Magier, die als Diener der Arkanen der Götter Ziels zusammen mit diesen über den Großteil der Menschen herrschten. Die Magier und durchschnittlichen Menschen waren durch den Glauben an die Herrschaft und Allmacht der Götter geeint. Aber da gab es auch Menschen, die sich dem nicht unterwerfen wollten, glaube ich. Die Technoiden, genau. Sie verfügen über keine Magie, dafür aber über Wissen und die Technologie, mit der sie dem Herrschaftsanspruch der Götter trotzen wollten. Es herrschte schon seit Jahrhunderten Misstrauen und Ablehnung zwischen den Magiern und Technoiden, doch ein größerer Krieg blieb zum Glück aus. Der Krieg brachte schließlich Sharon, der Finsterer. Er überfiel Ziel mit den Dämonen und Monstern und wollte sich die Welt untertan machen. Die Dämonen stammen aus Zatenia, der Dämonenwelt. Damals waren sie Sharon treu ergeben und stürzten die Welt bereitwillig ins Chaos. Dank ihrer natürlichen magischen Kräfte gelang es Dämonen, die Menschen zu überrumpeln und zurückzutreiben. Große Teile der Welt wurden in Schutt und Asche gelegt. Interessant, alle in der Orden von Gashmalkar schienen gegen Sharons Armeen gewappnet zu sein. Von diesem Orden habe ich da noch nie etwas gehört. Und ein Regiment des Ordens scheint 80 Jahre nach Ausbruch des Krieges in Nähe von Seatank, im Land der Götter, geraten zu sein. Seatank muss zu diesem Zeitpunkt ja noch relativ unbehelligt vom Krieg gewesen sein. Jedenfalls scheint das der Einstiegspunkt für Gyorsas Erzählung über die vergessenen Helden zu sein. Ich bin jedenfalls gespannt. Ja, und damit beginnt dann auch das überarbeitete Intro. Ihr könnt es wunderbar im Vergleich zu meinem alten Display sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass man uns jetzt schon der Bewachung einer Pagode beauftragt. Immerhin bist du erst vor kurzem zum General befördert worden.
Komm, sag schon. Normalerweise werden doch nur Generäle mit jahrelanger Erfahrung für so ein wichtiges Ritual abkommandiert. Wenn du willst, kannst du es ja göttliche Fügung nennen. Wenn ich nicht wüsste, dass so etwas aus deinem Mund immer nur Verachtung und Hohn in sich trägt. Zurata präsentiert. Ein Spiel erstellt mit dem RPG Maker XP. Anstatt so eine Miene zu ziehen, könntest du dich ruhig auch mal freuen. Es kommt immerhin auch nicht alle Tage vor, dass so eine Pagode mal entsiegelt wird, um ihre Kräfte zu erneuern. Das weiß ich auch selbst, darum bin ich ja hier. Sicher? Du siehst eher so aus, als würde heute Abend die Welt untergehen. Wer weiß... Geschichte Sorata. Sai? Ja? Wie lange sind wir jetzt schon befreundet? Warum fragst du mich jetzt sowas? Hatte ich jetzt das Lampenfieber gepackt? Solche Unsicherheit steht dir irgendwie gar nicht. Dass du aber auch nie mal ernst bleiben kannst, Sai. Wenn ich nicht da wäre, um auf dich aufzupassen. Ich kann inzwischen gut auf mich selbst aufpassen. Und außerdem habe ich... da immer noch etwas, das mich daran erinnert, dass ich wohl eher auf dich aufpassen muss. Du willst mir jetzt wohl wieder ein schlechtes Gewissen machen, oder? Aber heute wird es anders sein. Ich werde meine Schuld begleichen. Du und deine komischen Rätsel. Und Schulden tust du mir gar nichts. Doch, viel mehr als du dir vorstellen kannst. Nun, Hauptmann Sai. Zu Befehl, Herr General. Du bleibst hier unten und lässt den Zugang bewachen. Was? Ich soll das Ritual doch auch sehen. Ich wollte das Ritual doch aus. Entschuldigung. So löst du also deine Schulden ein. Du willst deinem neuen General doch nicht etwa den Gehorsam verweigern, oder? Natürlich nicht. Gut, dann ist es an der Zeit für mich, sich zu verabschieden. Dramatisier das doch nicht gleich so. So lange wird es jetzt auch nicht dauern. Alles ist relativ. Manchmal kann selbst eine Minute zur Ewigkeit werden. Mit Unterstützung von Avery, Lucien, Wolfsmutter, Alexis, Jemis. Da seid ihr ja endlich. Wir haben schon gewartet. Verzeiht. Ich muss meinen Männern noch Anweisungen geben. Unsere Aufgabe hat Priorität. Vergesst das nicht. Schon klar. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre. Wie auch immer. Lasst uns mit dem Ritual beginnen. Mirai Teoni Yairisei. Ui, Licht. Nein, heute wird die Welt nicht untergehen, Sai. Heute werde ich sie aus dem Schutt wühlen, in der sie schon seit Ewigkeiten versunken ist. Asai Mai, Teo Xigari Sai. Ihr muss das gerade kaputt gegangen. Was habt ihr getan? Grafiken, Enterbrand, Sorata, Twilight Puppets, Wolfsmutter und andere. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Dieser Regen hört ja gar nicht mehr auf. Was war das denn? Ich weiß es nicht, aber es kam eindeutig vom Schrein. Ist das einfach Teil des Rituals? Dämonen! Du befindest dich in einem Kampf. Ach, verdammt! Eine Erklärung des Kampfes ist hier notwendig? Nein, ich verstehe es auch so. Bestehe diesen Kampf und auch anderen Folgen. Okay. So, wir sind Level 50, wie ihr seht, und Sai hat hier noch einige Fähigkeiten. Ein Klingensturm, machtvolle Technik, alle
die einen Gegner zerschmettert. An die Arbeit sein. So, wir stellen also von Anfang an direkt fest, dass wir doch recht stark sind. Was im alten Charon 2 Intro ein wenig anders begann. Verflucht! Wo kommen plötzlich Dämonen her? Sollte der Schutzschild der Götter sie nicht davon abhalten, Zitan zu betreten? Egal. Wenn sie hier aufgetaucht sind, gibt es sicher auch Probleme beim Schrein. Ich werde euch rächen. Das sieht gar nicht gut aus. Diese Mistkerle haben uns scheinbar völlig überrumpelt. Ja, wenn man sich das Ganze mal so ansieht, stellt man ganz schnell fest, dass wir kleine Probleme haben. Ich muss zum Schrein und die Katsura retten. Haha, kaum eingetroffen. Schon auf die angemessene Beute treffen. Das lobe ich mir doch. Nehmen wir uns den Hauptmann mal zuerst vor. Wir sehen sofort, der ist ein Stückchen stärker. Na, jetzt nichts, was uns in Panik versetzen sollte, oder? Trotzdem machen wir den zuerst fertig, weil der mir mit seinem Schaden ein bisschen um Keks geht. Haben wir denn noch andere Fähigkeiten? Kurz gucken. Ist Magie? Das ist doch auch was Schönes. Licht der Gerechtigkeit. Hammergie. Schild 99 LP wieder her. Alles klar. Mein Gott, der Gute kann sie behalten. Wie ihr seht, ist das ein ATB-Kampfsystem. Jedoch sind die ATB-Balken hier so flott, dass es eigentlich kein großes Problem darstellt, im Gegensatz zum RPG-Maker 2003-Kampfsystem. Da dieses dann recht langsam ist. Nehmen wir mal das Licht der Gerechtigkeit. Gucken, was passiert. Knallpeng. Dann kannst du deine Wurstgriffe auch bei dir behalten, ist eh keine Chance. Klingensturm. Wir kriegen Zauberwasser, Kraftwasser. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Schnell zum Schrein. Boah! Wer hätte gedacht, dass diese viel gelobten Ordenskrieger am Ende doch nur armselige Schwächlinge sind? Du elender Mörder! Du bist für den Tod meiner Kameraden bezahlen. Große Worte, Mensch. Dann zeig mal, was du gegen mich ausrichten kannst. Du bist verdammt hässlich. Na schön, ich glaube, wir prügeln dir mal ein bisschen Licht der Gerechtigkeit rein. 1244 Schaden, sehr schön. 130 Schaden, weniger schön. Der hat aber gesessen doch. Ja, das kann doch nicht sein. Wie kann ein Mensch nur so stark sein? Wie? Was geht hier vor? Du bist doch nur ein Mensch. Wie kannst du mich besiegen? Steckst du Witz von einem Krieger dahinter diesem Angriff? Wie konntet ihr den Schutzschild überwinden? Der Schutzschild wurde manipuliert. Der Schutzschild der Götter wurde manipuliert? Wie denn das? Und warum bist du immer noch beim Schrein, während unten die Hölle los ist? Nein, das kann doch nicht. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ha, vernachlässige nie der Verteidigung. Na. Was tut ihr denn? Was ich tue? Ich töte diese Malebursche. Und jetzt geh mir aus dem Weg, damit ich es zu Ende bringen kann. Ja, doch dem werden wir uns jetzt entziehen, indem wir erstmal einen kleinen Schnitt machen.